Hallo, herzlich willkommen. Am Sonntag feiern wir Gottesdienst im Wichernhaus. 10 Uhr. Ich selbst bin da und würde mich freuen, euch oder sie zu sehen. Es ist der 7. Sonntag nach Trinitatis und in den Texten, die wir lesen oder hören, geht es um Essen. Es geht darum, satt zu werden und es geht letztendlich darum, Gott als den darzustellen und zu erleben, der uns satt macht. Deswegen ist ein Wort aus dem Psalm wie eine Überschrift für diesen Sonntag: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Das Evangelium berichtet von einer der Speisungswunder, die Jesus im Zuge seiner Verkündigung durchgeführt hat, indem er Menschengruppen mit ganz wenig ernährt hat, sodass am Ende ganz viel übrig geblieben ist. Und der Predigttext aus dem ersten Buch Könige erzählt auch von Hunger und Sattwerden. Elia, ein Prophet, tritt auf in einer Zeit der Dürre und wir hören, wie Gott ihn ernährt, wie er ihn zuerst an eine Stelle schickt, wo noch Wasser ist, in einem Fluss, und wie er dann Vögel schickt, um Elia Nahrung zu bringen. Und später noch einmal hören wir, wie Gott Elia zu einer Familie schickt und das Wunder geschieht, dass für die Zeit, in der Elia bei dieser Familie ist, die Vorratskammer dieser Familie niemals leer wird. Eine wahr gewordene Verheißung, dass wir unser tägliches Brot erhalten. In einer Zeit, in der wir wissen, dass das nicht für alle Menschen auf dieser Welt selbstverständlich ist, in der wir gerade jetzt hören aus den Medien, dass auch durch die Pandemie die Ernährungssituation in manchen Ländern schwierig wird, in einer Zeit, wo also manche unserer Mitmenschen um ihr tägliches Brot wirklich sorgen, da macht es Sinn, sich an einem Sonntag mit Welternährungsfragen zu befassen, mit der Politik, der Entwicklung anderer Länder und mit unserem eigenen Umgang mit Nahrungsmitteln. Aber dieser ethische Aspekt ist nicht der erste, unter dem der Sonntag steht, sondern das Wort aus dem Psalm: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Ein Wort des Dankes Gott gegenüber für das, was er uns Gutes schenkt. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ich Sie am Sonntag sehe und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.